Hallo, liebe Leser von 1200 Grad, ich begrüße Sie zu einem neuen Video-Interview. Als Gesprächspartner steht mir heute Thomas Müller, Geschäftsführer der 1A Bauchemie. Rede und Antwort. Hallo, Herr Müller. Hallo, Herr Schanze. Ja, 1A, das ist vielleicht ein Name, der noch nicht jedem in der Branche so geläufig ist, aber 1A Bauchemie gibt es schon ganz lange. Ja, wir haben dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum und von daher ist es auch eine kleine Zensur in unserer jungen Firmengeschichte. Und auf wen geht das Unternehmen zurück? Wer steckt dahinter? Das ist der Heinz Stiegel, der damals für die Bauchemie in Deutschland tätig war, den deutschen Markt aufbauen sollte. Zu der Zeit war es dann allerdings so, dass die Adex-Gruppe Interesse an der Bahl hatte, Bahl aufgekauft hat und somit hatte es sich mit einem deutschen Markt für Bahl in der Form, wie es geplant war, erledigt. Und der Stieger hat dann eine neue Herausforderung gesucht und das in diesem Sinne dann ja in Form einer Selbstständigkeit. Was haben Sie denn für ein Produktportfolio, was Sie den Handwerkern und dem Handel in Deutschland anbieten? Wir haben ein sehr umfassendes Sortiment an Fliesenklebern, Bodenausgleichsmassen, Dichtbändern, Grundierungen, Fugenmörtel, also alles das, was der Fliesenleger für seine Projekte braucht. Umfassend, habe ich eben gesagt, meint aber gar nicht so sehr, dass wir jetzt ein sehr breites und tiefes Sortiment haben, sondern ein eher schlankes Sortiment im Vergleich zu Wettbewerbern. Aber eben alles, um die Projekte erfolgreich zu Ende zu bringen. Haben Sie gerade schon Ihre Wettbewerber angesprochen? Gerade auf dem deutschen Markt gibt es ja eine ganze Reihe von bauchemischen Anbietern, die auch sehr kompetent mit einem breiten Programm da vertreten sind. Wie verdrängt man die oder wie schafft man sich da seinen eigenen Markt in diesem Umfeld? Ja, das ist, wie Sie selber wissen, recht vielschichtig. Klar spielt bei uns in der Branche der persönliche Kontakt zum Kunden heute noch eine sehr große Rolle. Da sehen wir durchaus unsere Stärken, oder das war auch eine Stärke in der Vergangenheit, dieser sehr persönliche Kontakt auf Augenhöhe. Was allerdings, ich denke, in der Zukunft eine ganz andere Rolle spielen wird, sind die digitalen Kompetenzen. Das heißt, der Kunde verändert sich natürlich in seinem Einkaufsverhalten, Informationsverhalten. Und da müssen wir die richtigen Antworten liefern. Und ich glaube auch wirklich bis zum Online-Verkauf, also zum E-Commerce hin, dem Kunden alle Möglichkeiten bieten, die er selber erwartet. Das Thema Digitalisierung steht ja in Ihrer Vermarktungs- und Marketingstrategie sehr stark im Fokus. Können Sie uns noch ein bisschen näher erläutern, was Sie da vorhaben? Ja, das kann ich. Was wir verfolgen, nennt man im klassischen Sinne, klassisch ist der falsche Begriff, aber in der digitalen Branche nennt man das eigentlich einen Omnichannel-Ansatz, wobei das nicht ganz durchgehend bei uns der Fall ist. Will heißen, wir versuchen, den Kunden auf dem Kanal zu bedienen mit Informationen, mit Beratungen, aber auch eben mit Transaktionen wie Verkäufen, die dem Kunden in dem Augenblick, in der Situation, in der er sich befindet, am besten passen. Und das ist eigentlich das Durchgehende, was wir im Augenblick verfolgen. Wir binden den Handel ein. Wir haben natürlich auch heute starke Handelspartner, mit denen wir schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten. Und wir wollen unsere E-Commerce-Aktivitäten mit dem stationären Handel verknüpfen. Will heißen, der Kunde hat bei uns nachher die Wahl, ob er klassisch anruft, über den Außendienstmitarbeiter etwas bestellt, zum Handel fährt, aber er kann auch über unsere Website kommen, auch nachher, mobil, spontan Produkte bestellen, die beim Händler abholen, sich vom Händler liefern lassen oder auch von uns direkt beliefert werden und hält trotzdem den Kontakt zum Händler. Ja, Sie haben ja gerade schon davon gesprochen, dass Sie den Handel einbinden in diese Konzepte. Ansonsten gehen ja beim Handel immer so ein bisschen die Alarmglocken an, wenn er hört, dass ein Hersteller so seine eigenen Online-Plattformen betreibt. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern und Zuschauerinnen da ein bisschen die Sorge nehmen, dass das am Handel vorbeigeht. Ja, definitiv.
Wir haben ja selber mehrere große Handelspartner, mit denen wir auch schon überwiegend gesprochen haben. Und wir haben gemeinsam Konzepte erörtert, die aus meiner Sicht auch funktionieren, gemeinsam funktionieren. Stichwort ist hier Omnichannel oder Multichannel. Handel will heißen, wir werden digital Kunden akquirieren, die dem Handel dann auch zuführen, wie im klassischen Wege eigentlich auch über den Außendienstmitarbeiter, mit dem Vorteil für den Kunden, dass er die Wahl hat, welchen Kanal er für seine Kommunikation oder Bestellung verwendet. Und ich meine, das ist gerade die Stärke, weil wir jetzt in der Lage sind zu sagen, der Kunde kann über unsere Plattform Produkte bestellen, kann sich entscheiden, ob er die beim Händler abholen möchte, Click and Collect als Stichwort, oder auch sich die Produkte vom Händler liefern lassen. Natürlich können wir den Kunden auch direkt beliefern. Der, ich sag mal, primäre Kontakt zum Handel reißt an der Stelle aber nicht ab. Ein Vorteil vielleicht auch noch für den Handel an der Stelle, wie Sie wissen, haben wir natürlich auch in der Personalentwicklung im Bereich Außendienstmitarbeiter, Vertrieb, ja, ich sag mal, in unserer Branche auch einen gewissen Engpass. Also es gibt eine gewisse Überalterung und es gibt auch dort Fachkräftemangel. Und ich meine, dass wir mit dem digitalen Kanal besser in der Lage sind, neue Kunden zu erreichen, an uns zu binden und dann auch wieder dem Handel zuzuführen. An der Stelle, glaube ich, werden wir alle profitieren. Ja, Herr Müller, ein spannendes Konzept mit vielen interessanten Ansätzen. Bin gespannt, wie es bei Ihnen weitergeht und wünsche Ihnen erstmal alles Gute und viel Erfolg dafür. Wir freuen uns auch auf die spannende Zeit, Herr Schanze, und Ihnen auch vielen Dank. Und ja, gucken wir uns mal an, was die nächsten Monate und Jahre bringen.